Tragischer Unfall am Neujahrsmorgen. Auf der Hohen Schar ertrank eine Autofahrerin, nachdem ihr Wagen in die dortige Schleuse gestürzt war. Also wir sind um 10 alarmiert worden mit einer Verdachtsmeldung, dass wohl ein PKW in einer Schleusenkammer sich befinden würde. Und dementsprechend sind wir hier angerückt und haben eine Zeit lang gebraucht, um diesen Verdacht auch zu erhärten. Sie haben dann Taucher ins Wasser geschickt, was haben Sie festgestellt? Genau. Also als erstes haben wir mit einem Sonar die Lage des Fahrzeuges sondiert und dann Verdacht sondiert und dann entsprechend mit Tauchern den Verdacht erhärtet. In circa 5 Meter auf der Tiefe. Sie haben dann den PKW geborgen, womit und was haben Sie dann im Fahrzeug festgestellt? Ich habe als erstes mal versucht, in der Ursprungslage die Person, die Taucher dort entsprechend identifiziert haben, zu befreien. Das ist uns nicht gelungen, weil das Fahrzeug sehr stark deformiert war und die Person war verkeilt. Und entsprechend haben wir dann das gesamte Fahrzeug geborgen, an Land verbracht und dann dort eine weibliche Person aufgefunden, 25 Jahre und sie dann für das Zeug.